Moin moin liebe FC24 Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube Video. Wir werden heute über Dinge reden, die sich meiner Meinung nach in FC25 auf jeden Fall ändern müssen. Das heißt, wir reden über das Menü, über Playstyles, über das Gameplay und unter anderem über ein paar neue Leaks, weil es wieder ein paar Sachen über Division Rivals, über Devolutions, über die Animation etc. bekannt ist. Also ein vollgepacktes Video, du bleibst bis zum Ende dran und ich würde sagen, du abonnierst ebenfalls den Kanal, wenn du nichts mehr verpassen willst. Plus lass gerne ein Like und einen Kommentar, um mich wissen zu lassen, was deiner Meinung nach sich unbedingt in FC25 ändern muss und worauf du dich am meisten freust. Und dann fangen wir direkt an. Ganz wichtig, ganz wichtig. Dieses Menü, was ihr uns dieses Jahr verkauft habt, ist eine Frechheit gewesen, was ich noch nie gesehen habe. Wir reden über ein Menü, was über weite Strecken bis heute, ein Jahr lang fast, nicht richtig funktioniert hat. Nicht nur, dass es designtechnisch teilweise bodenlos aussah. Das heißt, dass wir hier immer wieder Kacheln hatten und Farbschemen hatten, die so bodenlos waren, dass meine damalige verdammte Kunstlehrerin, die mich über alles gehasst hat, weil ich von Komplementärfarben, Farbkreis und von bestimmten anderen Dingen einfach keine Ahnung hatte, von Tuten und Blasen, wirklich nada, nada. Ja, Perspektiven, ich konnte alles nicht. Ja, aber das, was wir hier phasenweise in den Menüs gesehen haben, ist an Bodenlosenhaftigkeit nicht zu übertreffen gewesen. Mein Gott, was für ein Satz. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Das Ganze soll einfach nochmal umso mehr untermauern, wie unfassbar katastrophal nicht nur das Menü war, in der Art und Weise, dass es regelmäßig abgestürzt ist und immer noch abstürzt, sondern dass viele Dinge designtechnisch auch keinen Sinn machen, weil sowohl die Visibility als auch die Übersicht, als auch das Ganze drumherum einfach absoluter Murks ist. Na, ihr müsst euch überlegen, wir haben dieses Jahr im Announcement-Trailer von FC24 zu Ultimate Team den Alles-Abholen-Button als Feature vorgestellt bekommen. Aber wie funktioniert der? Es ist nicht so, dass wenn wir hier oben in den Zielen 30 Sachen stehen haben, dass ich reingehe, ich drücke jetzt einmal Dreieck und ich hole alles einmal ab. Nein, das wäre ja smart. Wir müssen ja trotzdem auf jeden einzelnen Unterpunkt gehen, dann nicht mehr die einzelnen Sachen bestätigen, sondern nur noch in den übergeordneten Kategorien einmal auf Abholen drücken. Das heißt, wenn wir 30 Sachen haben und das ist in 7 verschiedenen Kategorien auf 3 verschiedenen Seiten, dann hüpfen wir trotzdem 3 Minuten durch dieses Scheißmenü. Also alles in allem ist es einfach eine absolute Katastrophe und ich kann es nach wie vor nicht oft genug sagen, wenn sich das Menü nicht ändert, dann reden wir über ein absolutes Desaster. Denn das, was wir dieses Jahr geboten bekommen haben, habe ich noch nie gesehen. Ein Spiel, in dem das Menü so wichtig ist, weil wir Sachen an unserem Team ändern, weil wir Sachen auf dem Transfermarkt machen, weil man Packs öffnet, weil man craftet, weil man SBCs macht. All das macht keinen Sinn, wenn das Menü nicht anständig funktioniert. Alleine, wenn ich überlege, dass wenn ich bestimmte SBCs abschließe, dass ich auch immer wieder in den Shop geschmissen werde nach dem Motto, hey, willst du das Pack, was du gerade bekommen hast, aufmachen? No way, lass mich doch einfach die SBC zu Ende machen. Also es gibt so viele Arten und Weisen, wie man dieses Menü klüger gestalten kann zugunsten der Community. Ich bin ehrlich, ich glaube da nicht dran, aber wie gesagt, alleine, dass man Sachen wieder auf dem Transfermarkt normal kaufen kann, dass nichts abstürzt, dass das Game nicht 20 Millionen Mal sich von selbst neu startet, ne? Dass wenn ich eine SBC häufiger machen möchte, dass ich doch bitte immer wieder in der SBC drin bleibe und nicht immer rausgeschmissen werde, ne? Es gibt doch genügend Möglichkeiten, wo man mit normalem Menschenverstand einfach so viel mehr auf die Beine stellen kann. Meine Fresse, ohne Witz. Also da kann ich mich stundenlang drüber aufregen. Da muss sich was ändern, da muss irgendwann mal jemand kommen, der sich denkt, das geht alles ein bisschen besser. Und ich hoffe einfach mal, dass das der FC25 der Fall ist. So, dann würde ich sagen, hüpfen wir nochmal ganz kurz Richtung Team und einmal per se auf Playstyles. Denn meiner Meinung nach sind die Playstyles dieses Jahr eine super coole Änderung gewesen. Versteht mich bitte nicht falsch. Ja, Evolutions und Playstyles sind zwei riesige Punkte gewesen oder Topics, die EA dieses Jahr wirklich an den Mann gebracht hat und generell an die Community. Und da bleibe ich bei. Evolutions, super cool. Das Ganze entwickelt sich jetzt auch nochmal in eine ganz andere Richtung weiter. Da gesunde Skepsis. Bei den Playstyles ist noch nichts drüber bekannt, ob EA überhaupt irgendwas anpasst. Die folgende Problematik habe ich mit den Playstyles. Man muss bedenken, dass Stand jetzt ein Spieler ohne Playstyles, selbst wenn er alle Stats teilweise auf 99 hat, gerade bei den Pässen beispielsweise, und oder wenn es um Finesse-Shots geht oder über bestimmte andere Aktionen, ja, wenn die Stats da sind, aber nicht der Playstyle, dann ist der Playstyle immer besser als die Stats. Also das heißt, wenn ein Spieler, sagen wir mal, im 80er-Bereich Stats hat und man dann dafür goldene Playstyles hat, die diese Aktion besser machen, dann sind die 80er-Stats und der Playstyle immer besser als 99er-Stats und kein Playstyle. Und das ist meiner Meinung nach ein Gleichgewicht, was meiner Meinung nach Katastrophe ist. Also, das steht nicht in einem Gleichgewicht. Das heißt, es geht ziemlich eher zugunsten der Playstyles und das ist super nervig. Das heißt, wenn ich beispielsweise direkte Pässe spielen möchte
Und ich bin mit meinem Team, wo alle Spieler beispielsweise 99 Passen haben, aber keine Pass-Playstyles. Ja, und ich will direkte Pässe die ganze Zeit spielen. Einfach, um eine schöne Ballstaffette zu spielen, weil ich mir im Kopf was zurechtgelegt habe, halt so richtig Tiki-Taka, wo ich ganz genau weiß, ey, daraus könnte ich jetzt ein cooles Tor erzielen, weil man ist 2, 3 Schritte weiter. Dann kannst du die Stats haben, du kannst die Spieler haben und du kannst die Eingabe richtig machen. Irgendwann kommt der Pass, der entweder angenommen wird, der verspringt und oder der super unpräzise wird. Warum? Weil der Pass aufgrund dessen, weil der Spieler zwar die Stats hat, aber keinen Pass-Playstyle, also nicht diesen Pass-Playstyle, keine Chance. Denn dann wirst du dafür einfach hops genommen. Und gerade direkte Pässe und auch mal bestimmte Dreiecksbälle und alles drum und dran. Das ist ja schön und gut, dass sie besser werden mit den Playstyles. Aber meiner Meinung nach ist mir hier die Diskrepanz einfach ein klein wenig zu groß. Und gerade grundlegende Sachen wie ein direktes Spiel, wie beispielsweise auch mit Antizipation, saubere Zweikämpfe, dass der Ball nicht immer 10 Kilometer weit wegspringt und ich dafür bestraft werde, dass ich am Controller alles richtig mache, dass ich einen guten Verteidiger habe. Aber nur weil er den Waschbär beispielsweise nicht hatte, gerade zu Release war das ja ganz krass, sind die Bälle reihenweise weggehüpft. Das kann nicht sein. Das steht in keinem Gleichgewicht und das ist einfach ein reiner Frustrationsfaktor. Das heißt, ich habe ab einem gewissen Zeitpunkt angefangen, mein ganzes Team überwiegend mit Pass-Playstyles auszubauen, weil ich will Fußball spielen. Und das Fundament von Fußball sind eben Pässe, also sind Pässe. Und dafür brauche ich halt einfach die Playstyles. Ne? Das macht dann natürlich auch Spaß, wenn man die Playstyles hat und alles funktioniert. Aber sobald du wieder auf einen Spieler switchst, den du gerne mal testen möchtest und dann die Playstyles nicht hast, dann ist halt einfach Hopfen und Malz verloren. Und hinzu kommt, dass natürlich immer noch Sachen wie beispielsweise Finesse-Shot einfach viel zu stark sind und es auch andere Playstyles gibt, die keinen wirklichen Mehrwert haben. Ja, Trivella ist irgendwie so eine Sache für sich. Flair ist einfach kompletter Nonsens. Trickstar, wirklich sehr situativ, langer Einwurf. Also hier sind auch einige Playstyles bei, die einfach komplett out of balance sind. Das heißt, untereinander ist natürlich die Gewichtung, klar, ganz logisch, bei anderen Playstyles eher gegeben, als es eben bei anderen der Fall ist. Aber dass dann EA sozusagen ein Tool hat, bestimmten Spielern immer bestimmte Playstyles zu geben, was im ersten Moment ganz gut aussieht, aber dann keinen wirklichen Mehrwert bietet, weil einfach dadurch niemand profitiert, ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Also mir wäre es sehr wichtig, dass EA es schafft, irgendwie eine Balance zu finden, wenn es um die Playstyles geht und eben die Stats, weil das ist momentan für mich nicht gegeben. Ich hoffe, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ansonsten, das Chemiesystem mit den ganzen Premium-Karten, die Art und Weise, wie man die Icons einbauen kann, wie sie dieses Jahr die Spieler geupgradet haben zwischen den Promos und allem drum und dran, das muss ich sagen, ist meiner Meinung nach eigentlich schon eine relativ coole Sache. Hinzu kommt aber auch, dass beim Gameplay nach wie vor einige Mechaniken da sind, die einfach absoluter Quatsch sind. Na, es sind einfach mittlerweile zu viele Animationen. EA muss irgendwann verstehen, dass sie weit über das Ziel hinausgeschossen sind. Sie müssen sich die Frage stellen, wollen wir ein möglichst realistisches Spiel haben, was der Realität so nahe kommt wie nur möglich, was schon mal im Ultimate Team gar nicht möglich ist, durch eben die Playstyles, durch die Campstyles, durch eben die Spieler-Upgrades und alles drum und dran. Also sehr, 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 sehr schwierig. Aber auf der anderen Seite müssen eigentlich auch bewusst sein, dass je weiter sie mit den Animationen gehen und vielen anderen Sachen, dass einfach immer mehr Müll passiert. Die Schiedsrichter treffen mehr oder häufiger eine Fehlentscheidung. Die Spieler machen teilweise absoluten Mist, weil der Ball wegspringt. Danach probieren sie mit 7, 8 Touches den Ball irgendwie zu kontrollieren. Und jedes Mal, wenn solche Situationen entstehen, ja, dann ist das Problem am Ende immer, dass derjenige, der am Controller sitzt, das Gefühl hat, er hat keine Kontrolle. Und auch das wieder ist eine Balance, die unfassbar wichtig ist. Wenn du in FIFA oder in FC 24 oder 25 in einem Spiel, wo Kontrolle immer an erster Stelle steht, weil das ist das, was der Spieler haben möchte. Wir haben ja eh schon immer nur die Kontrolle über einen Spieler von normalerweise 10 im Team, beziehungsweise ja, 10 Feldspielern und 11 Spielern generell im Team. Das heißt, ich kann ja eh immer nur einen spielen. Ja, das heißt, ich bin von der KI extrem abhängig und dann will ich wenigstens wirklich Kontrolle haben über den ich gerade spiele. Und wenn man manchmal Aktion hat, die einen so das Gefühl geben, dass die Kontrolle einen weggenommen wird, ist dieser Frustfaktor einfach immens. Und das steht für mich auch in keinem Verhältnis und da muss EA definitiv dran arbeiten. Dementsprechend, ob das Spielerwechsel sind, ob das in der Art und Weise sind, wie der normale Abschluss funktioniert, Keeper-Movement, die Liste auch hier wieder ist endlos. Das sind alles Kleinigkeiten, die man in ein paar Momenten nur ein bisschen feinjustieren müsste, die dem Spiel meiner Meinung nach extrem weiterhelfen würden. Und ich glaube, dass nicht nur ich das so sehe, sondern dass das die breite Masse ebenfalls so sehen würde, wenn man denen das einmal richtig zeigt, näher bringt und auch erklärt. Das nochmal ganz kurz, ein klein wenig angeschnitten zum Gameplay. Dann würde ich sagen, hüpfen wir schon mal rein in die nächsten Leaks. Ja, wir müssen das ja alles Schritt für Schritt relativ zügig durchgehen, und damit ihr ja auch hier schon bei der Stange gehalten werdet. Ansonsten, das Cover von der Ultimate Edition ist bekannt. EA hat das mittlerweile selber gepostet. Ja, es kommt jetzt auch bald der Reveal-Trailer und dann der normale Trailer.
geht ja alles langsam in die heiße Phase, ihr kennt das ja. Also das, was wir vor kurzem gesehen haben, die Leaks mit der Reihenfolge, wie die Spieler auf den Cover sind, wer da drauf ist, ist alles korrekt. Wir haben Buffon, der ist damit bestätigt und sollte dann auch als Icon neu im Spiel sein. Ich wurde ein paar Mal gefragt, wie ich das Cover finde, relativ kurz. Ich finde es ganz nett. Ich finde es ganz cool, aber am Ende des Tages ist es mir scheißegal. Aus einem relativ simplen Grund. Ich kaufe mir das Spiel nicht mehr richtig in einem Laden. Ich habe dann nicht so ein Hardcover oder so ein Steelcover von so einer Ultimate Edition, was ich mir irgendwo ins Regal stelle. Am Ende ist das bei mir hier in Origin, weil ich das Game digital habe, ein kleines Bild, was hier im Hintergrund ist, hier links ist oder hier ganz links ist. Wie das aussieht, wenn der drauf ist, was ich da sehe, ist mir scheißegal, bin ich ganz ehrlich. Dementsprechend brauchen wir uns das über das Cover nicht länger unterhalten als notwendig. Aber gerade Buffon, der noch so ein bisschen chillig aussieht, Zidane ist einfach ein fucking Boss. Man kann sagen, was man will. Beckham, absoluter Mocher. Bormati auch sitzt da wie eine absolute Don-Dame. Ultra wild. Und ja, Bellingham ist der Bellingham. Ich weiß, viele finden ihn unsympathisch. Ich habe kein Problem damit als Real Madrid-Fan. Aber ich kann den Unmut irgendwo ein bisschen verstehen. Alles in allem aber nicht großartig der Rede wert. Anders sieht es aus zu den Infos, die ich euch vor 2 Tagen gebracht habe. Dass man endlich wieder absteigen kann in Division Rivals. Jetzt sieht es scheinbar so aus. Und jetzt, das muss man ganz, 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 ganz großer Vorsicht genießen. Scheinbar kann man nur aus Division 1 und 2 absteigen. Das wäre meiner Meinung nach ziemlich weird. Es würde bis zu einem gewissen Grad ein bisschen Sinn machen, weil das sind mit die schwersten Divisions. Und wenn man in der Elite Division ist, da bleibt man sowieso drin. Das ist alles okay. Aber warum darf ein Division 3 Spieler oder 4 Spieler nicht absteigen? Also, sollte das der Fall sein, ist das meiner Meinung nach ein Ungleichgewicht, was auch wieder für mich keinen Sinn macht, dass das Absteigen und dementsprechend das entspanntere Matchmaking, nenne ich einfach mal, nur für eben bessere Spieler gedacht ist, weil das Problem, was ich im letzten Video beschrieben habe, dass Leute in Division stuck sind, keine Siege mehr holen, nicht mehr an die Rewards rankommen und einfach vom Matchmaking her keine Chance haben, das kann immer mal passieren, betrifft ja nicht nur Division 1 und Division 2 Spieler. Klar, schützt du die davor, zwar oder schützt du den Rest davor ein bisschen, dass nur Division 1 und 2 Spieler absteigen können, jeweils wahrscheinlich nur um 1 oder 2 Divisions, dass keiner mehr in Division 7 und 8 da rumfarmen kann, aber unterm Strich bleibe ich dabei, meiner Meinung nach sollte jeder 1 bis maximal 2 Divisions absteigen können oder 1,5, damit man einfach ein bisschen mehr Varianz im Matchmaking hat und in der Art und Weise, wie stark die Gegner letztendlich sind. Also das heißt, Division 1 kann zum Beispiel bis maximal Division 3 absteigen, Division 2 bis Division 5 beziehungsweise Division 4, Division 3, dann bis Division 5 und so weiter und so fort. Ihr wisst schon, was ich meine. Meiner Meinung nach reichen da 1 bis 1,5 Divisions. Viel mehr müsste es nicht sein, damit sich das Matchmaking besser anfühlt. Dementsprechend warten wir, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ansonsten sehr, sehr weird. Was aber wiederum relativ cool sein soll, und das muss man wieder auch mit Vorsicht genießen, in FC 25 wird das Reward-System komplett überarbeitet in Division Rivals. Das heißt, wir bekommen mehr, aka bessere Rewards, und dort gibt es dann mehr Packs, mehr Coins und teilweise mehr XP. Da bin ich mal sehr gespannt, wie EA das letztendlich balancen möchte. Ich habe kein Problem damit, wenn Leute in höheren Divisions, weil sie schwerere Gegner haben, weil es schwerer ist, die Aufgaben zu erledigen, automatisch einen anderen Multiplier hätte bei den XP. Das heißt, es gibt eine Basis. Sagen wir mal, eine Aufgabe gibt 400 XP. Wenn du im Division 6 bist oder höher, ist der Faktor mal 1,2. Wenn du in Division 3 oder höher bist, ist der Faktor mal 1,4. Wenn du dann in Division 1 bist, beispielsweise 1,6, und wenn du in Elite Division bist, beispielsweise Faktor 2. Das heißt, der bekommt dann nicht die 400 XP dafür, sondern beispielsweise 800 XP dafür. Das wäre meiner Meinung nach absolut fein, weil wie gesagt, alle Aufgaben zu erledigen ist, je höher du in einer Division bist, tendenziell schwerer aufgrund des Matchmakings und vor allem auch, weil in den ganzen Sachen, die im Freundschaftsspiel passieren Modus, ja, da wo man ja teilweise auch Aufgaben erledigt, irgendwelche Cups spielt etc., greift das Matchmaking. Das heißt, ein Elite-Spieler spielt überwiegend nur gegen Elite-Gegner und das ist dann natürlich deutlich, deutlich schwieriger und man braucht deutlich mehr Anläufe teilweise, um an die Siege ranzukommen und dann die XP zu bekommen etc. etc., als es bei niedrigen Divisions theoretisch gesehen der Fall wäre. Auch wenn immer alle auf demselben Niveau spielen, ja, ist natürlich das Gameplay, was man denn da in den höchsten Divisions hat, das, was natürlich am schwierigsten ist, beziehungsweise da, wo man denn die meisten, die Leute auch am meisten bestraft. Denn wenn man ehrlich ist, ein Elite-Spieler würde über den ganzen Rest fast drüber fahren, das heißt, im Best-Case-Szenario, wenn er gegen den Division 2, 3, 4 Spieler spielt, Rage-Quitten die Leute relativ schnell, er kommt schneller durch die Partien durch, eine Belohnung dafür, dass er ein sehr guter Spieler ist, damit hätte ich kein Problem, und selbiges gilt natürlich auch für die anderen Leute, die haben ab und zu mal Gegner, die über sie drüber fahren, aber es gibt immer noch genügend, die unter ihnen stehen. Ja, und die Leute, die natürlich in Division 7 und 8 sind, die sollten im besten Fall untereinander sein, einfach damit es da keine Probleme gibt oder sonst etwas. Also es ist ein bisschen komplexer, die ganze Thematik, aber das hört sich per se erstmal gut an. Dann haben wir eine andere Geschichte, wo ich auch sehr, sehr skeptisch bin. Ihr merkt, gesunde Skepsis ist immer wichtig, wenn es um EA geht. Das kann sich alles schön und gut anhören, aber ihr wisst es,
Wir haben das Menü aufgetischt bekommen, viele andere Features letztes Jahr und am Ende ziehen sie uns immer wieder durch den Kakao durch, was einfach sehr, 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 sehr nervig sein kann. So, es sieht so aus, dass wir weiter einstellen können, wie unser Team in-game spielen soll, ja, unser Squad. Dann haben wir neue Überarbeitung über das generelle Taktiksystem, wo wir auch mehr Einstellungsmöglichkeiten haben. Dann gibt es scheinbar auch die Möglichkeit, dass man, und da schlackert bei mir alles, schauen wir mal, wie das abläuft. Import Pro Player Tactics for your own squad using codes. Also es gibt scheinbar Möglichkeit, dass Leute Codes erstellen können für ihre Taktik. Ich weiß nicht, ob das jeder kann. Und den Code kann man dann jemandem geben und der übernimmt dann automatisch die ganzen Taktiken von der jeweiligen Person mit Anweisungen und allem drum und dran. Das ist in der ersten Instanz erstmal eine ganz coole Sache. Aber in der Art und Weise, wie FIFA oder FC 24 funktioniert hat mit 4-3-2-1 und bestimmten anderen Sachen, wo eh schon die ganzen Leute einfach stumpf kopieren und einfach nur denken, dass das, wie gerade der beste Spieler der Welt spielt, the way to go ist, alles andere ist Quatsch, ohne sich selber damit zu beschäftigen oder sonst etwas, wäre das noch mehr ein Schritt in die Richtung, dass die Leute sich noch weniger mit dem System beschäftigen müssen, sie nicht mal mehr die Anweisungen checken müssen, selber irgendwas einstellen müssen, sondern sie können blind alles einfach stumpf per Code kopieren. Dann ist die Frage, wer kann die Codes machen? Wer letztendlich nicht. Das heißt, wenn es nur ausgewählte Leute können und nicht alle, ist auch wieder eine Disbalance irgendwo letztendlich da, wenn es um Variabilität geht. Also das ist eine Sache, da bin ich ganz skeptisch. Ansonsten soll es mehr Spielerrollen in-game geben. Das ist mal noch eine relativ coole Sache in der Theorie, weil je mehr Anweisungen du hast, desto mehr kannst du es deinem eigenen Spielstil anpassen. In der Theorie gibt es natürlich auch mehr Möglichkeiten, alles zu abusen. Dann haben wir schon drüber geredet, dass Defenders, Fullbacks die Möglichkeit haben, Fallbacks bzw. Inverted Midfielders zu werden. So, mein Gott, absoluten Schlaganfall bekommen. Plus New Player Instructions, zum Beispiel Poacher. Schauen wir mal, wie sich das anhört, beziehungsweise wie sich das anfühlt, wie sich das liest, was da alles hintersteckt. Bin ich gespannt. Klingt im ersten Mal wieder ganz nett, aber viele Sachen, wo alle Alarmglocken angehen, einfach aufgrund dessen, wie es in FC 24 letztendlich schon ablief. Es gibt jetzt zum Beispiel auch neue Tackling-Typen oder Animationen in FC 25. Einmal Sneak-Tackle, einmal Hard-Tackle. Ja, schwierig. Wir lesen, Sneak-Tackle, bin ich ehrlich, verstehe ich nicht ganz. Ja, bin ich nicht ganz, also keine Ahnung, was sie damit genau meinen. Aber Hard-Tackle, which is a professional foul, basically taken one for the team, yellow card. Also das heißt, du willst eine Notbremse ziehen. Du willst es auf jeden Fall unterbinden, in der 90. Minute, dass der Gegner irgendwie durchkommt und dann fängst du an, am Trikot zu ziehen, ziehst ihn runter oder sonst etwas. Ja, like beispielsweise in Cavajal, wofür er seine gelbe Karte bekommen hat oder diverse andere Tacklings, die du natürlich ziehst aus taktischer Hinsicht, damit dein Team kein Konter kassiert oder sonst etwas. Bin ich ganz skeptisch, weil, muss man ganz ehrlich sagen, der Frustfaktor dahinter kann insane sein. Auch hier wieder, etwas, was realistisch ist, ist ganz nett. Aber die Diskrepanz zwischen Realismus und das macht Spaß gegenüber einem Spiel, welches Spaß macht, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Mehr Realismus heißt nicht immer automatisch mehr Spaß und oder ein cooleres Spiel. Klar, man kann auch jetzt natürlich bei einem Gegner einfach hinten reingrätschen und einen Foul mitnehmen, keine Frage. Aber dann ist es natürlich immer die Problematik, ist es jedes Mal so, ist es gelb oder ist es teilweise auch rot? Und auf der anderen Seite kann es natürlich immer sein, dass du die Grätsche falsch timest und dementsprechend den Gegner nicht ziehst. Wenn du mit dem Hard-Tackle immer wirklich das Foul ziehen kannst und es da keine Chance gibt zu entrinnen, dann wäre das wieder eine Vollkatastrophe. Also bin ich skeptisch, wir machen weiter. So, die Evolutions sind weiter customizable. Also, hier kann man jetzt scheinbar Soundeffekte anpassen, die Backgrounds, das heißt, hier haben wir jetzt beispielsweise mehrere Farbschemen. Juhu, es ist nicht mehr grün-gold, sondern es ist grün-lila oder grün-rot. Yay, please. Ich hoffe, die bringen mehr Farben, mehr Designs etc. etc., weil das Design per se einfach nicht so cool aussieht. Man muss es ganz klar sagen. Dann kann man den Schriftstil auf der Evolution anpassen, die Farbe, dann mehrere Card-Designs. Ne? Also be able to basically evo your favorite players, as there are barely any restrictions on a lot of them. Also das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du deinen Spieler in Evos verbessern kannst, ist immer deutlich höher gegeben, weil die Restrictions deutlich nach unten geschraubt werden. Müsste aber auch im Umkehrschluss bedeuten, dass aber auch die Upgrades deutlich kleiner werden. Weil ansonsten wird das ja alles viel zu sehr ausufern und irgendwann wäre alles nur noch voll mit Evolutions und normale Packs machen keinen Sinn mehr. Beziehungsweise Spieler, die es dann in Promos gibt. Also auch hier wieder die Balance, muss man jedes Mal erwähnen, weil ich traue EA wirklich alles zu. Es könnte sein, dass Evolutions dieses Jahr dann der absolute Way to go wird und alles andere ist komplett hinfällig, weil du die Spieler so anpassen kannst, wie du möchtest. Aber, und das muss man auch ganz klar sagen, ich wäre froh, wenn EA, und das ist jetzt nur Input von meiner Seite aus, an einen Pool an Bildern rankommt und oder, dass wenn ein Spieler schon mal eine Special Card hatte
Und ich kann dann beispielsweise auch das Bild oder so ein Kram anpassen, dass ich zumindest bei den Spielern, die regelmäßig Special-Karten bekommen, wenn ich denen in eine Evo stecke, dass ich dann mir eins der Bilder beispielsweise aussuchen könnte. Weil dann hat man ja schon das dynamische Bild. Ist es da, ist es im Spiel. Bitte lass es mich benutzen. Denn es gibt nichts Schäbigeres, als dass wenn man später eine Evo hat, wo ein Spieler kein dynamisches Bild hat, weil der einfach keine Special-Karte hat. Ja, das heißt, falls EA irgendwann mal an einen Pool von Bildern rankommt, von dynamischen Bildern, das Ganze kann man ja mittlerweile auch KI-generiert machen und alles drum und dran, da können die ja mit Sicherheit Systeme entwickeln, wäre das absolut insane. Denn wie gesagt, eine Evolution muss nicht nur vom Design her ganz nett sein, tolle Soundeffekte haben und einen tollen Schriftzug und tolle Farben oder sonst etwas. Am Ende des Tages steht und fällt das Ganze einfach mit einem Card-Design, aka mit dem Bild, was letztendlich drauf ist. Und dafür zählen einfach dynamische Bilder. Deswegen bin ich ja mittlerweile auch an dem Standpunkt, dass ich sage, ey, bitte bringt dynamische Bilder für die normalen Icons. Wir haben keine 3-Icon-Version mehr. Da hätte ich das verstanden, dass es die Dinger nicht gibt. Sondern, dass auch die Basic-Icons, genauso wie es mittlerweile bei den Heroes ist, auch dynamische Bilder haben. Weil das sieht irgendwann kacke aus. Ja, wenn du dann eine Icon in den Evo steckst, und dann hast du das grüne Design mit dem schwarz-weißen Bild. Da kann ich so viel Farbe ändern und Font ändern, wie ich möchte. Das wird immer scheiße aussehen. Und das ist einfach schade. Da geben dynamische Bilder einfach deutlich mehr Spielraum. So, dann kommen wir zur Pack-Animation. Die Pack-Animation ist bekannt. Das ist ein sehr schlecht gerendertes Bild aus der Pack-Animation. Dort soll es scheinbar wie folgt aussehen. Es ist der Tunnel, der zurück ist. Das war ja schon bekannt. Sieht für mich eher aus gerade wie ein Mobile-Game, muss ich ganz ehrlich sagen. Plus, man soll dann hintendurch im Tunnel immer so verwischt den Spieler sehen, der da im Pack drin ist. Also eine relativ weirde Geschichte. Hier wäre das jetzt beispielsweise relativ schlecht gelöst mit dem Bild von Bellingham. Das heißt, du würdest anhand der Pose erkennen, dass es Bellingham ist. Ja, könnte ganz witzig sein, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, okay, dann ist aber die ganze Pack-Animation eigentlich hinfällig, weil ich kann diverse Spieler einfach an den Bildern erkennen. Es kann ganz nett sein, aber hier weiß ich nicht. Der Tunnel hat viel Potenzial, ich hatte es schon erwähnt, weil man ihn ausschmücken kann zu den ganzen Events, wenn Halloween-Event ist, dass sie da Kürbisse reinlegen, dass sie das alles so gespenstermäßig wirklich instruieren, dass sie die Farm anpassen. Und das können die theoretisch gesehen bei jeder Promo machen, aber wir wissen auch, yay, ja, die fahren immer ein bisschen nach Minimalprinzip, dann ist der Tunnel irgendwann da und wir haben den nicht mehr gethemed. Es ist eine relativ lange Animation und that's it. Also, könnte ganz nett sein, könnte ganz cool sein, könnte fetzen, aber könnte auch wieder ordentlich nach hinten losgehen. Ich bleibe dabei, die aktuelle Animation fand ich ganz cool, alles andere muss man mal schauen. Und dann ist last but not least auch schon die erste Promo mehr oder weniger bekannt Richtung Heroes zu Release von FC25. Das sind zum einen Origin Heroes und Prime Heroes. Das Ganze einmal am 20. September und am 28. November für diejenigen, die wieder Ultimate Team bzw. FC25 vorbestellen. Seid bitte vorsichtig, ehrlich. Scheiß auf diese Karten, die da drin sind. Auch wenn du da mit Glück was Gutes siehst. Man sieht es zu 99% eh nicht. Bitte bestellt das Spiel nicht vor und wartet ab, ob es am Ende des Tages was für euch ist oder nicht. Gesunde Skepsis ist hier das A und O, denn EA ist einfach teilweise ein Saftladen. Und dementsprechend muss man natürlich über Dinge, die sich im ersten Moment gut anhören, immer auch ein klein wenig hinter die Fassade gucken und sich überlegen, was macht EA damit letztendlich. Weil, wie ich es jetzt ja gerade gemacht habe, und das probiere ich euch auch mal näher zu bringen, eine gesunde Skepsis ist einfach das A und O, weil die Jungs in Kanada sind einfach teilweise sehr weird unterwegs. Aber Design sieht ganz cool aus. Am Ende muss man gucken, wie sich das entwickelt. Mir auf dem PC ist es eh egal, weil ich habe EA Play und da habe ich die Version so oder so. Aber für alle anderen, bitte, bitte, bitte seid noch mit Handbremse unterwegs, ja? Und lasst euch nicht zu sehr hypen. So, das war's von meiner Seite aus. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Peace, peace. See ya. Ey.